Herzlich willkommen zu einem neuen Video-Vlog. Ich habe ja mal erzählt, oder ich habe es schon angekündigt, dass ich ja mal jedes Wochenende ein Video mache, wo ich erzähle, was in der Woche so passiert ist, bei mir oder aus der Welt oder irgendwas, was halt gerade ziemlich interessant ist. Ich habe mich jetzt da mal abgelegen hingestellt, wo wo nichts ist, wo es ruhig ist, und jetzt hoffe ich mal, dass es jetzt klappt mit dem Aufnehmen, weil ich wollte gerade schon aufnehmen und dann hat er mir unterbrochen, keine Ahnung wieso. Schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, ob die Videoqualität besser geworden ist, weil ich habe ja jetzt auch diese zwei Let's Plays oder dieses Let's Play schon hochgeladen und da habe ich jetzt auch schon mit meinem anderen Handy aufgenommen und jetzt eben auch schon. Und ja, also ja, ich weiß nicht, sieht man es vielleicht? Ich schau mal, ob man jetzt die Wolke hier sieht, weil da ist richtig bewölkt. Mal schauen, ob man es sieht. Ja, ich hoffe, es hat man gesehen. Der Weizen oder die Gerste ist es hinter mir. Die ist jetzt auch schon ziemlich klein. Und ich bin mal gespannt, wie lange es noch dauert, bis es losgeht. Falls das losgeht, schaue ich, dass ich mal ein Video für euch und ja, wo ich euch zeigen kann, wie Strom essen, je nachdem. Mal schauen, wie ich das erwische. So, was war die Woche? Die Woche war sehr warm. Also Montag, Dienstag, Mittwoch war richtig heiß. Ich arbeite ja im Gartenbau, also in einem Gartencenter oder einem, naja, Gartencenter, nicht Gärtnerei, kann man sagen. Und da war es echt sehr heiß, genau in den Gewächshäusern. Das ist halt so richtig diese tropische Hitze drin. Und da zu arbeiten ist richtig anstrengend. Und ich habe echt Respekt vor den Leuten, die in der Gärtnerei arbeiten oder in einem Gartencenter, wo echt den ganzen Tag da drin stehen und diese tropische Hitze aushalten müssen, weil ich weiß jetzt auch selber, wie das ist. Und also das ist echt krass, also mal Respekt an euch. Und dann war ich Montag, Dienstag arbeiten und also Vormittag hatte ich Schule, Nachmittag arbeiten und dann war Mittwoch, war es dann auch nochmal, da war ich dann auch arbeiten den ganzen Tag. Und da war es richtig heiß auch wieder. Und Donnerstag war es dann, da ist dann die Abkühlung kommen, da hat es dann richtig geregnet. Also den ganzen Tag Dauerregen bei uns in der Gegend. Und hat richtig gut getan, weil jetzt ist es wieder schön, ja, kühl. Jetzt heute hat es um die 17 Grad, glaube ich. Und immer wieder Regen. Also es hat heute Vormittag auch schon wieder geregnet. Und das ist, ja, ist richtig, richtig gut wieder, dass es wieder frisch kühler ist und da kann man es eher aushalten. Donnerstag bin ich früh, weil ich fahre jeden Früh mit dem Fahrrad zum Bahnhof und bin früh raus aus dem Haus, habe gesehen, dass es ein bisschen bewölkt ist und so und dass es vielleicht ein bisschen regnet. Und habe dann gesehen, dass es halt so bewölkt war. Dann habe ich mir gedacht, naja, was machst du denn jetzt? Naja, dann habe ich gedacht, ziehst du eine lange Hose an und Ding. Und eine Jacke und noch eine Jacke. Und dann bin ich Fahrrad gefahren, also bin dann losgefahren. Ein bisschen von meinem Haus weg und da, von unserem Haus weg. Und dann hat es richtig das Schütten angefangen
Und ich musste zum Bahnhof fahren und war, bis ich am Bahnhof war, war ich klatschnass. Also das war tropfnass, alles durchweicht und dann durchnässt. Und dann dachte ich mir so, naja, das wird jetzt schon trocknen, bis ich in der Arbeit bin. Ne? Und dann, ja, Gott sei Dank, dann nicht mehr viel Regen abbekommen. Einmal von der U-Bahn-Station zur Arbeit fahren, aber das Laufen, aber das war nicht mehr so schlimm. Da hat es dann nicht mehr so geregnet, aber das war richtig krass. Und ja, das nächste Mal dachte ich mir dann unterwegs so, naja, hättest vielleicht doch eher zu Fuß gehen sollen und einen Regenschirm mitnehmen sollen. Aber naja, das nächste Mal mache ich es anders. Ja, dann Donnerstag geregnet den ganzen Tag, war man natürlich dann nur im Gartenhaus zum Arbeiten und da war es dann schön angenehm, weil es ja eben nicht mehr so warm ist. Also wenn es regnet, ist es dann angenehm, oder wenn Winter ist. Ja, und dann am Freitag hatte ich dann Schule, gestern hatte ich Schule, den ganzen Tag. Alles bis jetzt. Mit Samstag habe ich heute die zwei Videos gemacht. Und bis jetzt. Und ja, jetzt muss ich mal hier mal tauschen, mal ein bisschen anders halten. So, jetzt. Und dann habe ich was habe ich noch gemacht? Ja, was war noch so? Also, man hat es jetzt vielleicht mitbekommen, dass diese dass diese Ehe für alle eingetreten, also dass die jetzt halt, ja, offiziell ist. Finde ich gut eigentlich. Ich weiß nicht, warum sich da die Merkel so aufregt und so dagegen ist. Also ich verstehe es nicht. Ich finde es eigentlich richtig, ja, dumm eigentlich von der. Ich verstehe es nicht. Naja, soll sie machen, wie sie meint. Es ist durchgekommen. Ja, schlecht für sie, gut für die Leute, die Menschen in Deutschland, aber ja, manchmal finde ich die echt dumm. Die macht manchmal echt dumme Sachen. Naja, ist egal. Und dann war ich Freitag, also ich habe da, mein Fahrrad ist ein bisschen kaputt gewesen, weil da hat dauernd die Gangschaltung gesponnen. Die ist nicht mehr ganz so toll gegangen. Bin immer mit dem, wenn ich einen Gang drin hatte, bin ein Stück gefahren, habe dann stärker reingetreten, dann ist immer die Pedale so rumdreht und immer so klack, 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 so rum. Und da bin ich schon ein paar Mal abgerutscht und es war ein bisschen schmerzhaft, würde ich sagen. Und ja, da habe ich gesagt, ja, was mache ich jetzt? Muss ich dieses Wochenende mal was machen? Dann habe ich am Freitag, wie ich heimgekommen bin, habe ich mir gedacht, naja, dann fast halt Nachmittag bin ich dann noch in den Fahrradladen gefahren. Und das tut weh auf Dauer. Und bin dann halt zum Fahrradladen gefahren, habe denen das erklärt, der Frau da, der Laden gehört, der habe ich das dann erklärt. Und die hat dann gesagt, ja, okay, schauen wir mal an. Kann sein, dass die Kette kaputt ist. Kann sein, dass die, wie haben die jetzt geheißen, diese Kettenblätter, dass die abgenutzt sind, die Zähne komplett abgenutzt sind. Dann hat sie so ein Messgerät für die Kette genommen. Kennt vielleicht der ein oder andere. Und hat es dann dran gehalten und hat gesehen, ey, die Kette ist total abgenutzt und hat gesagt, ey, das geht nicht so, da musst du echt was, da brauchst du eine neue. Ja. Dann hat sie gesagt, ja, sie schaut mal im Laden, ob sie eine findet, weil sie nicht weiß, ob die Größe da ist und wenn ich Pech habe, muss sie eine bestellen. Da dachte ich mir so, toll, kann ich dann noch eine Woche warten oder so. Ne? Und dann, ja, und dann hat sie reingeschaut, hat dann Gott sei Dank eine gefunden, hat
so krank war, hat sie gesagt, ja okay, probieren wir es halt einmal. Sollte ich halt nochmal eine Probefahrt machen, habe ich gemacht. Bin 5 Meter gefahren. Dann kam das gleich wieder. Bin reingefahren. Und dann hat sie gesagt, ja okay, schauen wir mal die Blätter an. Oder wie die heißen. Da hat sie die aufgemacht, also hat hinten, kann ich ja mal zeigen, mein Fahrrad, hat hinten diese, also hat das Rad abgemacht und hat das dann raus, also hat das Rad abgemacht und hat dann hier die erste Scheibe, wo jetzt der Gang drauf ist, ich weiß nicht, sieht man es, hat die Scheibe abgenommen und die Zähne waren komplett durch. Also die waren richtig abgenutzt, hat sie gesagt, ja, da haben wir es doch schon. Naja, und dann hat sie geschaut, hat sie Gott sei Dank auch eins gefunden, hat sie draufgebaut, ich bin gefahren, wieder alles toll. Super, freut mich, dass das jetzt wieder läuft, weil ich brauche es jetzt echt im Sommer, wenn ich zum Bahnhof fahren muss und heim, brauche ich unbedingt. Und ja, Gott sei Dank. Ja, ich denke, das war's dann. Zu den Let's Plays dann, schreibt dann auch nochmal euer Feedback rein. Zu dem hier auch, wie euch das gefällt. Ob ich das weiterhin machen soll. Sowas, so jede Woche so eine kleine Info, was bei mir so läuft, also über die Woche übergelaufen ist. Und ja, ob euch das gefällt. Ja, könnt auch gerne über die Themen, die wo ich also von der Welt erzähle, könnt auch gerne in den Kommentaren diskutieren, aber bitte sachlich und ruhig diskutieren und jetzt nicht Ausdrücke verwenden oder sowas und nicht streiten gegenseitig. Das hat keinen Sinn, weil die muss ich dann entweder den dann anschreiben, dass er das lassen soll, oder dann den Kommentar löschen, oder ja, der das schreibt, muss ich dann blockieren, weil das, ja, finde ich, ja, sucht, hat er eigentlich nichts verloren. Aber ihr könnt gerne darüber diskutieren. Macht es. Ja, das war's dann von mir. Aus mal für das Wochenende, weiß ich noch nicht, vielleicht kommt noch ein Let's Play, mal schauen, lasse ich auf mich zukommen, ne? Und ja, schauen wir mal, bis zum nächsten Video dann, ne? Ciao, ciao.